Mein Name ist Patrick Kuckertz, ich bin Postdoc hier am IEK3, dem Institut für technoökonomische Systemanalyse am Forschungszentrum Jülich. Wir arbeiten an der Auslegung des Energiesystems von morgen. Und auch wenn man in unserem Bereich typischerweise einen Ingenieurshintergrund hat, ist es auch wichtig, einen IT-Spezialisten wie mich an Bord zu haben, einfach um die riesigen Datenmengen, mit denen wir täglich hantieren, bewältigen zu können. Mein Beruf als IT-Spezialist besteht im Wesentlichen darin, meine Kollegen zu unterstützen, insbesondere wenn es um Hardware und Software und Daten geht, und die Daten nachhaltig verfügbar zu machen. Im Rahmen des Projektes NFDI4ING, NFDI steht für Nationale Forschungsdateninfrastruktur, geht es darum, die Forschungswelt in Deutschland stärker miteinander zu vernetzen und eben eine Infrastruktur derart aufzubauen, dass verschiedene Forschungsbereiche ihre Daten intern besser verwalten können, aber auch besser mit anderen Forschungsbereichen austauschen können. Die Hauptaufgabe meines Teams ist im Rahmen des Forschungsdatenmanagements, Forschungsergebnisse durch Methoden der IT so transparent und nachvollziehbar zu machen, dass man in der gesellschaftlichen Diskussion, zum Beispiel im Rahmen des Energiewandels, Fakten gegenüberstellen kann, die von einer breiten wissenschaftlichen Basis getragen werden. Typischerweise sitze ich an meinem Arbeitsplatz, an meinem Rechner und bearbeite Projektaufgaben. Das kann von Programmieren, Dokumentieren oder auch dem kreativen Entwickeln von neuen Lösungen der Fall sein. Darüber hinaus betreue ich Studenten und Abschlussarbeiten. Häufig bin ich aber auch in den Büros meiner Kollegen zu finden, wo ich mich über aktuelle Herausforderungen und Probleme informiere und überlege, wie ich mein IT-Wissen dazu nutzen kann, das Leben meiner Kollegen einfacher zu machen. Ich würde sagen, IT ist für alle Forschungsbereiche wichtig. Es ist wahnsinnig spannend, wie vielfältig die Themen sind, die hier angegangen werden. Wir haben Kollegen, die schon auf eine lange Forschungslaufbahn zurückblicken. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Kollegen, die gerade erst von der Universität kommen oder ihre Abschlussarbeit bei uns machen. Insgesamt begegnet man sich immer auf Augenhöhe, versucht, die gegenseitigen Talente zu nutzen, sodass jeder die Chance hat, sich als wertvolles Mitglied der Arbeitsgemeinschaft zu fühlen. Für mich als Vater einer jungen Familie mit zwei kleinen Kindern sind mir einige Themenbereiche durchaus wichtig. Dazu gehören Sicherheit, Flexibilität, überhaupt auch Zeit für meine Familie haben zu können. Und genau das wird in einzigartiger Weise vom Forschungszentrum geboten. Ich schätze mich wirklich glücklich, hier am Forschungszentrum zu sein, dass ich hier einen Platz gefunden habe, wo ich wirklich beitragen kann an einem sinnvollen Unterfangen und das Leben meiner Kollegen auch tatsächlich positiv unterstützen kann.